In diesem Video wirst du die Geschichte von Mestre Bimba kennenlernen. Und wenn du noch nicht weißt, warum dieser Mann so wichtig für die Capoeira war, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Mestre Bimba wurde am 23. November 1899, einige Quellen geben auch 1900 an, in Salvador da Bahia im Viertel Engenho Velho geboren. Sein Vater, Luis Cândido Machado, war ein bekannter Batuque-Kämpfer, eine mittlerweile ausgestorbene Kampfkunst aus dem Nordosten Brasiliens. Und seine Mutter hieß Maria Martinha do Bonfim. Bimbas kompletter Name war Manuel dos Reis Machado, doch er bekam seinen Spitznamen bereits kurz nach der Geburt. Es wird erzählt, dass seine Mutter der Meinung war, ein Mädchen zu bekommen, während die Hebamme fest davon überzeugt war, dass es ein Junge sei. Also wetteten die beiden und das Kind bekam den Spitznamen Bimba, ein umgangssprachlicher Begriff für das männliche Genital. Mit 12 Jahren begann Bimba Capoeira zu lernen bei einem Afrikaner namens Benchinho, der bei der bahianischen Schiffskompanie arbeitete. Nach 4 Jahren Training begann Bimba selbst zu unterrichten. Damals war das Ausüben der Capoeira noch verboten und wurde mit 2 bis 6 Monaten Haft bestraft. Er unterrichtete hauptsächlich im Viertel Liberdade, das überwiegend von ärmeren Schwarzen bewohnt wurde. Aber er gab auch Einzelunterricht in den Gärten der wohlhabenderen Schüler. In seiner Jugend arbeitete Bimba unter anderem als Goldsucher, Zimmermann, Lagerarbeiter und im Hafen, doch seine Leidenschaft lag klar bei der Capoeira. Doch Mestre Bimba merkte, dass die Capoeira langsam ihre Kraft als Kampf verlor. Also probierte er, sie mit Elementen des Batuque und selbsterfundenen Bewegungen zu ergänzen. Er entwickelte einen Lehrplan für seine Schüler, denn bis dahin lernte man Capoeira nur durch Zuschauen und Ausprobieren in der Rodda. Mit diesen neuen, schnelleren Bewegungen und seiner Methode entwickelte er einen neuen Capoeira-Stil, den er regionalen Kampf Bahias nannte. Er vermied das Wort Capoeira, da ihre Ausübung immer noch verboten war. Heute kennen wir diesen Stil als Capoeira Regional. Laut dem Meister ein echter Kampf, der gut für Körper und Geist ist. Aber bevor es gleich um die erste Capoeira-Schule der Welt geht, eine kleine Bitte. Wenn dir das Video gefällt, dann abonnier doch den Kanal, damit du noch mehr solcher Videos bekommst. 1930 machte Mestre Bimba eine Vorführung für den Gouverneur und es gelang ihm, die Behörden davon zu überzeugen, die Capoeira zumindest in geschlossenen Räumen und unter Aufsicht der Polizei zu erlauben. Also gründete er 1932 die erste Capoeira-Schule der Welt, doch es dauerte bis 1937, bis er einen offiziellen Registereintrag als Sportlehrer bekam. Mestre Bimba war außergewöhnlich in seiner Sportart. Als Kämpfer war er gefürchtet und bekam den Spitznamen Drei Schläge, denn das soll das höchste gewesen sein, was seine Gegner aushalten konnten. Er forderte sämtliche Kampfsportler Bahias seiner Zeit heraus und schlug sie alle. Doch er betonte immer wieder, dass diese Kämpfe nicht mit Capoeira zu verwechseln seien und er kämpfte niemals, wenn das Berimbau spielte. Neben einem großartigen Kämpfer war er aber auch ein großer Lehrer, der in seiner Schule Regelwerke und Methoden entwickelte. Er hatte verstanden, dass er einen Ethikkodex und geordnete Strukturen brauchte, um die Capoeira in die Mitte der Gesellschaft bringen zu können. Außerdem entwickelte er Rituale wie Batizados, Formaturas und Spezialisierungskurse. In seiner Schule gab es zahlreiche Regeln, wie zum Beispiel kein Alkohol, nicht rauchen, Vorführungen vor anderen vermeiden, die Basisbewegungen täglich üben oder so nah am Gegner wie möglich spielen. Von den jungen Capoeiristas forderte er gute Schulnoten und wer bei ihm trainieren wollte, musste eine Arbeit oder eine Ausbildung vorweisen. So schaffte es Mestre Bimba, Schüler aus allen Teilen der Gesellschaft anzuziehen. Sogar Senatoren und andere bekannte Persönlichkeiten trainierten bei ihm. Er führte außerdem die weiße Uniform ein, die immer sauber sein musste, daneben farbige Tücher zur Graduierung. Seine Schüler mussten Sequenzen in einer festgelegten Reihenfolge absolvieren. Hatten sie bereits den Gratis Formado erhalten, konnten sie an Spezialisierungskursen wie Geländetraining oder Verteidigung gegen Waffen teilnehmen. Mestre Bimba veränderte auch einige Aspekte der Musik, denn er nutzte nur ein Berimbau und 2 Panderos und entwickelte zahlreiche Rhythmen, wie zum Beispiel Yuna oder Amazonas. Der Meister war ein Visionär, sowohl innerhalb der Capoeira als auch wenn es darum ging, seine neue Kunst zu verbreiten. Er nahm an unzähligen Schaukämpfen und Vorführungen teil und unterrichtete sogar in einer Kaserne des Militärs. 1942 eröffnete er seine 2. Schule und 1953 machte er eine Vorführung im Regierungspalast, bei der auch der damalige Präsident Getúlio Vargas zuschaute. Der Präsident war so beeindruckt, dass er das Capoeira-Verbot komplett aufhob und die Capoeira offiziell als Sport anerkannte. Er erklärte sogar, Capoeira sei der einzig wirklich nationale Sport. Trotz dieser Anerkennung und eines großen Wachstums der Capoeira war Mestre Bimba unzufrieden mit der Art, wie er und seine Arbeit von den lokalen Behörden behandelt wurden.
Er beschwerte sich über nicht eingehaltene Versprechen und fehlende Unterstützung und entschied sich 1973 nach Goiânia umzuziehen, wohin ihn ein ehemaliger Schüler eingeladen hatte. Doch auch in Goiânia wurde er nicht so empfangen wie erhofft. Er bekam finanzielle Probleme und nicht die Unterstützung, die ihm versprochen worden war. Am 5. Februar 1974 starb Mestre Bimba im Alter von 74 Jahren an einem Schlaganfall, nur ein Jahr nachdem er seine Heimat verlassen hatte. Die Capoeira-Schulen in Bahia blieben zu seinem Gedenken eine Woche lang geschlossen. Doch der Einfluss von Mestre Bimba ist bis heute in der Capoeira zu spüren. Er war einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Capoeira aus der Illegalität herauskam und trug so zu ihrem Überleben bei. Mestre Bimba konnte weder lesen noch schreiben, aber er hat es geschafft, eine verbotene Aktivität zum nationalen Sport zu machen. Außerdem war er verantwortlich für die Professionalisierung der Capoeira, denn vorher gab es den Beruf des Capoeira-Lehrers nicht. Seine Methoden waren sehr hilfreich für die Verbreitung der Capoeira, sowohl innerhalb Brasiliens als auch weltweit. Mestre Bimba erhielt zahlreiche Ehrungen, die meisten aber erst nach seinem Tod. Er inspirierte Schriftsteller, bekam einen Ehrentitel der Universität und wurde von Google mit einem Doodle geehrt, das Milliarden Menschen weltweit sahen. Er ist der meistgesuchte Capoeira-Meister im Internet und wird in unzähligen Büchern, Artikeln, Liedern und Filmen erwähnt. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann klick auf Gefällt mir und abonniere den Kanal. Und weil du bis zum Ende geblieben bist, hier noch zwei extra Infos für dich. Wusstest du, dass Mestre Bimba 1,94 Meter groß war und dass er fürs Zuschauen in seiner Schule genauso viel verlangte wie für einen Monat Training? Nächste Woche gibt's ein neues Video. Bis dahin schau dir doch das hier an. Bis zum nächsten Video.